gibt Abenteuer auf dieser Welt, die nur eine Handvoll Menschen erleben dürfen. Es gibt Dinge, die sind bedeutsamer als ein Beitrag für eine Fernsehsendung. Beides wartete in Norwegen auf mich. Wo ich dem größten Wunder der Ozeane so nah kam wie sonst niemand. Zu nah. Ich habe mich sehr auf Norwegen gefreut, weil ich noch nie in Norwegen war. Geilerweise sind wir auch noch an den nördlichsten Zipfel von Norwegen gereist. Fliegen, nochmal fliegen, pennen zwischendurch, fliegen. Also ich hätte auf jeden Fall auch auf die Malediven fliegen können. Es war wahnsinnig lang. Wir waren in so einer Wolkendecke und als dann die Wolken vorbei waren, kam ein Land zum Vorschein. Das war unglaublich schön. Du hast die Küste gesehen und die Berge und das Meer und boah, das war eigentlich, wie ich es mir vorgestellt habe, richtig, richtig schön. Und dann sind wir noch im Auto gefahren, in der Küstenstraße. Und ich habe mich gefragt, was da auf mich zukommt. Ja, Vanessa May ist eigentlich ein Multitalent. Die ist Schlagersängerin, ist Schauspielerin. Die ist ehrgeizig, zielstrebig. Sie hat es tatsächlich geschafft, den Popschlager wieder ganz cool zu machen. Und die ist fit. Deswegen freue ich mich, dass sie bei mir im Team ist. Macht es für mich natürlich umso schwerer. So. Mir wurde dann gesagt, ich soll den Berg hochwandern, weil meine Kontaktperson da oben wohnt. Die haben mir dann noch so einen bescheuerten Wanderstock in die Hand gedrückt, der größer war als ich. Ich habe dann wirklich für einen Moment die Natur genossen und diese Stille. Und es war wirklich echt schön. Und dann bin ich über den Abhang, den Berg hoch und habe schon von Weitem gesehen, da steht so eine Gestalt. Und ich dachte mir, bin ich eigentlich in der Star Wars-Szenerie gerade? Es war alles wirklich sehr mysteriös. Wahnsinn, wir schicken dich in die Hölle. Dann kam Wolfgang Petri. Hölle, 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 eiskalt. Oh mein Gott. Lassen wir deine Seele empfehlen. Was ist mit Luke Skywalker passiert? Der singt jetzt Schlager. So, na gut. Hallo, Helena! Oh, willkommen aus Norwegen, my Danke. Special country. Ich heiße Imma. Okay, Vanessa. Hi. Und mein full name ist Die Immer Lacht. Ja. Die Immer Lacht auch noch. Die Immer Lacht. I am the world's biggest Schlager-Fan. Oh wow, okay. Weißt du, das ist auch noch so kreativ von Joko und so schlau, weil ich wahrscheinlich Schlager singe, hat der da jetzt den größten Schlagerfan hingestellt in Norwegen. Aber scheiß drauf, Malle ist mit Alman im Jahr. Hey, 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 hey. Und dann stand ich auf dem Felsen in Norwegen mit so einer Verrückten drauf. Ole, ole, come on. Und wusste immer noch nicht, was ich machen soll. Vanessa, yes. I have a task for you. Okay, yeah. Would you like a little hint? Yeah. Then you have to close your eyes and listen very carefully. Und dann kam. Oh, oh, your challenge on the sea will be very scary. Okay. War das hilfreich? Nein. Warum redet die Frau so komisch? Die spricht walisch. Also hast du keine Fremdsprache mehr in der Schule? Sprichst du kein Walisch? Oh, nee. Very scary. Also, ich habe mich dann gefragt, was das alles so mit meiner Aufgabe zu tun hat. So, mir war das ja klar, dass es alles so ein bisschen absurd wird. Ne? Ich wusste ja, ich lasse mich da auf was ein und es wird bestimmt nicht ganz normal ablaufen. So, seriously, what is my task? Where are we going? Oh, you know what? Let's just go to the beach and relax a little bit, so I can tell you more about that. Yeah. Ah, yeah. Mm-hmm. Okay.
Ich war echt voll überrumpelt, weil ich war einfach null vorbereitet. Und mittlerweile war es dann auch schon dunkel. Oh, wow. Yeah, isn't it beautiful? You know, I thought we should do a little bit of relaxation for your big day tomorrow. Das Einzige, was ich bis dahin dann schon mal wusste, war, dass meine Aufgabe am nächsten Tag stattfinden wird. We have a very important Norwegian tradition. Und die Emma wollte mich dann auf meinen großen Tag vorbereiten. Und sie hat mir dann erzählt, wie man das in Norwegen so handhabt. And that is, of course, to drink aquavit. Man trinkt. The Vikings used to do this before going into battle. Wir haben auf alles getrunken. Skål! Auf die Gesundheit von Emmas Tante und auf den Onkel und auf oh, schieß mich tot. Skål, meine Männer! Und es ging immer so weiter. Skål! Wieso füllt ihr die da jetzt so ab? Was soll das da jetzt? Die weiß ja eh nicht, was am nächsten Tag passiert. So, dann soll sie doch die Zeit da jetzt einfach genießen. Und wenn sie Bock hat, da einen zu trinken mit denen. Was ist denn das für ein Argument? Man weiß nicht, was man Krasses machen muss, also säuft man halt. Haben wir auf meinen Reisen auch immer so gemacht. Aber guck mal, da ist ja ein ganzes Team dann da, die müssen da auch arbeiten und da irgendwie einen Beitrag drehen und ja, so. Ja, aber die habe ich ins Bett geschickt. Ja? Ja, gut. Die sind schlafen, ja. Okay. Skål. The party poopers. Geht ihr? Mhm. Wir sind ja dann ins Bett gegangen und du bist noch so ein bisschen geblieben, ne? Bye. Ging das noch lang? Ich habe leer getrunken kurz und aber auch ins Bett. Wir waren ja verabredet für den nächsten Tag. Ja. Oh, Freunde. Wir müssen los, Vanessa. 6 Uhr morgens in der Lobby. Yes. Ja, warst du da? Nein. Ja. Wir haben noch angerufen. Nee. Oh Mann. Nee, haben wir dich angerufen? Kann sein. Bist du rangegangen? Nein. Ja. Ich stand vor meiner Tür. Ich hab geschlafen. Wir müssen zum Hafen. Mach hin. Ja. Komm. Hello. Good morning. Guten Morgen, Vanessa. Ich war wirklich fresh, also katermäßig echt in Ordnung, mir ging's gut. Und bei der frischen Luft bist du sowieso ganz schnell klar im Kopf. Are you nervous? Yes! Yes. Yeah. I would be too! Good morning! This is going to be super exciting. Yes. I'm not gonna tell you anything else, except okay. That we're going on a boat. Okay. Mm-hmm. Und dann wusste ich, es geht aufs Boot, wahrscheinlich aufs Meer. Und ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, was ich eigentlich machen muss. Okay, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Das Team hat schon in einem Schlauchboot auf uns gewartet. Ich war super angespannt. I'm so excited for you! Yes, warum bist du nicht so gut drauf? Und dann sind wir aufs Meer gefahren. You don't get seasick, do you? I don't know. Ich weiß es gar nicht. Als ich das offene Meer gesehen habe, war mir halt klar, okay, das wird wirklich unangenehm. Ja, und je weiter wir dann rausfuhren, desto mehr Seegang gab es. Also es war dann teilweise, wenn du eine Welle so genommen hast, dann war das wirklich kurz Achterbahn im Magen. Am Anfang war das noch witzig und alle hatten irgendwie noch Spaß und bei jeder Welle Und irgendwann haben wir dann alle so einen Tunnelblick bekommen. Jeder war nur noch so in seinem Anzug. Und es war so kalt und der Wind peitschte ins Gesicht. Fuhren und fuhren und fuhren. Es ging einfach wirklich stundenlang. Ich habe mich dann irgendwann nur noch so hingesetzt und habe die Augen zugemacht und dachte, okay, wie lang noch, halt einfach irgendwie durch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich nicht mehr so viel Bock auf die Aufgabe, obwohl ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und irgendwann haben wir dann gestoppt. Und in dem Moment hat mir Emma dann den Brief gegeben. Hey, Wannimaus, du befindest dich gerade mitten auf dem Nordatlantik. Unter dir geht es 2000 Meter in die Tiefe. Dort leben viele kleine, bunte, süße Fische und die größten Raubtiere der Erde. Pottwale. Okay, ich lese schon Pottwale, mein Herz klopft. Wie du sicher weißt, sind Pottwale ungefähr 20 Meter lang und 50 Tonnen schwer. Ein versehentlicher Flossenschlag kann tödlich enden. Apropos tödlich. Deine Aufgabe. Tanze mit einem Pottwal. Tauche unter Wasser so nah an den Wal heran,
dass nur du und er in der Kamera zu sehen sind. Wenn du es schaffst, mindestens 30 Sekunden mit dem Wal im Bild zu sein, ist der Länderpunkt gewonnen. Get Whale Soon, dein Joko. Okay, jetzt hier raus und ins Wasser rein und tauchen. Bist du verarscht, oder? Pottwale! Oh mein Gott! Und das war dann schon, also da ging mir schon ordentlich die Pumpe. You want to wirklich do it, jetzt? Ernsthaft? Ich muss wirklich da runter mit den Viechern, oder wie? Na, steht es da drin? Ja, es steht drin. Ich meine Raubtiere, weißt du? Also wer kann mir versichern, dass die einen nicht angreifen oder nicht fressen oder irgendwas? It's no big deal, right? You can do it. Also ich sollte ja nicht nur einfach reingehen und mit dem mal kurz ein Foto machen, sondern ich sollte ja auch noch tanzen mit dem Wal. Du kennst TikTok, ja? Diese Social-Media-Plattform. Da wird, da wird unfassbar viel getanzt. Ja. Vanessa ist da wahnsinnig aktiv, über 1 Million Follower. Und mein Plan war halt, ich wollte ihr die Möglichkeit schenken, einfach das krasseste TikTok-Video aller Zeiten zu kreieren. Okay, ein TikTok-Tanzvideo mit einem Wal. Ja. Ist da irgendwo noch, ist da noch einer zu Hause da oben bei dir? Nö. Ach Leute. Will you? Will you do it or not? Ich dachte auf der einen Seite, wow, mega, wer hat diese Chance überhaupt im Leben, mit Walen mal ins Wasser zu gehen? Yes or no, what is your final answer? Und auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, krass, im offenen Meer tauchen, wie lange muss ich die Luft anhalten, schaffe ich es überhaupt so weit runter? Yes. Yes, yes. You'll do it? I think I will do it. Und dann wusste ich auch, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Warum hast du nicht Nein gesagt? Leg mich doch. Ist lang allein und dir. Und die Imam hat mir dann dieses wunderschöne gelbe Kostüm gegeben. Look at this, like a big jellyfish. Oh wow. Dieses tolle Wallerkleid. You're gonna be so gorgeous. Look at me. I'm Vanessa. Wow. Schön war's nicht. Ganz ehrlich, das ist so eine krasse Scheiße. Hässliches Kostüm, was auch noch drückt. Wahnsinnswellengang. Boah, das hat mich so genervt. Ist das normal, dass einem schlecht wird? Als wir dann so rumgetümpelt sind über diese Wellen, ist mir wirklich schlagartig schlecht geworden. Mir war so kotzübel einfach nur auf diesem schaukligen Boot. Was ist das jetzt? Schleier, du. Hat alles gedacht. Die Opa hat sich wirklich Mühe gegeben. Jetzt geht es dieser Frau da nicht gut, das siehst du ja, ne? Der ist total schlecht. Und dann soll die sich jetzt noch so ein peinliches Kostüm da anziehen? Das ist Teil der TikTok-Performance. Wir sind ja jetzt über Wasser noch, aber das soll ja unter Wasser gut aussehen. Das ist ja für das TikTok-Video. Und dann kam das erste Mal ein Hinweis, Whale up. There's a whale, there's a whale. What? Okay. Und das ging dann so schnell und das Blöde in dem Moment war, dass mir so kotzübel war und ich musste einfach gleich rein. Ich wusste, ich muss jetzt gleich ins Wasser, muss mit dem Wal tanzen und bin aber gerade eher damit beschäftigt, mich zu spucken. Und dann habe ich ihn gesehen. Es war echt ein Wahnsinnsgefühl. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben einen fucking Wal. Und du musst fast kotzen, weißt du, und kannst nicht genießen. Alter. Und dann saß ich da und hatte schon irgendwie Schiss, aber ich hatte in dem Moment echt zu kämpfen mit der Übelkeit. Der kleine Vorteil war ja, als Kind war ich schon mal beim Tauchtraining. Und als es dann hieß go, bin ich rein. Man hat mir gesagt, dass ich mich rein gleiten lassen soll und so wenig Geräusche wie möglich machen, um den Wal nicht zu verschrecken. Dummerweise bin ich mit meinem Anzug an so einem dummen Hebel am Boot hängen geblieben und habe eine richtig schöne Arschbombe da reingemacht. Das war schlecht, als die gelbe Biene da reingeplumpst ist. Und dann hieß es einfach nur noch zum Wal hin. Ich bin dann so schnell wie es ging irgendwie getaucht. Der war nur leider ein bisschen flott unterwegs. Und dann war er ganz schnell weg.
Und dann ist mir erst klar geworden, wie schwer diese Aufgabe eigentlich ist, weil da so viele unberechenbare Dinge dazukommen. Man hat mir versprochen, wenn ich ins Wasser gehe, geht diese Übelkeit weg. Nix, nada. Das war ein bisschen deprimierend auf der einen Seite, aber ich wollte halt nicht aufgeben. Ich hatte so zu kämpfen mit dieser Übelkeit, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich mir selbst einen Strich durch die Rechnung mache. Maybe we should take a song. Maybe we should sing a song, you think so? Dann kam immer. Atemlos wird die Nacht. Spüren meine Angst und Kraft. Ey, immer, in diesem Moment hat mich immer richtig angekotzt, wirklich. And don't scare the whales, that's the most important thing. You will do that, okay? Kleinste Problem. No worries. Die Wale sind das kleinste Problem. Also ich habe gar nicht mehr an den Wal gedacht eigentlich. Ich kotze gleich. Und dann sitzt du da auf diesem Boot in deinem gelben Kostümchen und ich habe einfach nur so vor mich hin gelitten. Another whale up. Was wie another whale up. Dann kam der nächste Wal und wir ab in die Richtung. Jeder hat mich so bemitleidenswert angeguckt und ich habe schon gar nicht mehr gesprochen. Ich war so im Fokussiertsein auf, okay, nicht übergeben, nicht Panik kriegen, atme ruhig. Der kommt genau auf uns zu. Wir waren so nah und ich dachte, ja, jetzt rein, perfekt. Und dann schaffe ich meine Aufgabe. Und ich war schon voll bereit und voll ready. Und dann hat er sich aber so komisch auf die Seite gedreht. Und dann hast du so die Flosse gesehen und es sah auch aus wie ein Hai auf einmal. So wie es hier was erwacht. Und ich habe dann erfahren, dass das halt ein aggressives Verhalten sei. This behavior that he showed now is definitely something that shows anger or frustration. Wenn der Wal so ein Verhalten zeigt, geht keiner ins Wasser. Okay, wir drehen da hinten einen anderen. Letzte Chance, letzter Versuch. Das muss jetzt klappen. Und ich wollte meine Aufgabe schaffen. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Okay, Luft anhalten. Gleich rein. Wal da vorne. Komm rein. Und ich sollte ja so nah ran an den Wal, dass man mich halt auch noch ins Bild kriegt. Und ich bin geschwommen und der Wal kam auf mich zu. Und ich dachte dann so, fuck, was war denn jetzt? Ich hatte Todesangst, das ist kein Scheiß. Das war wirklich hart. Dann ist dieser Moment, dann ist dieser Wal vor mir. Wahnsinn. Es war mächtig. War sehr beeindruckt. Aber dann hat er die Richtung geändert und ist dann so an mir vorbeigeschwommen. Ich habe dann die riesige Schwanzflosse gesehen von ihm, wie er dann einfach ins Dunkle weg ist. Der Wal hatte irgendwie keinen Bock mit dem Tänzchen, mit Pummelbiene. Aber es war, dieser kurze Moment war so magisch. Ich kann das gar nicht beschreiben, es war unvergesslich. Das Blöde in dem Moment war, der war halt leider nicht in dem Bild mit mir zusammen. Und sobald ich an die Oberfläche bin, wusste ich dann, okay, ich kann das nicht schaffen, ich schaff's einfach nicht. Und dann sind wir zurück zum Boot und ich konnte nicht mal mehr mich aufs Boot ziehen. Also mich haben die echt wie so ein nasser Sack, haben die mich da rausgezogen. Kannst du mir das wegmachen? Ja. Mir ging's richtig, richtig schlecht. Und dann kam alles aus mir raus. Ist gut, ich war dann auch wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich konnte nicht mehr rein ins Wasser. Ich war echt durch. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das waren keine 30 Sekunden, das war auch nicht wirklich ein Tanz.
Dementsprechend hat sie es leider nicht geschafft. Mir hat es irgendwie auch leid getan, weil ich wollte es eigentlich noch besser machen so. Scheiße. Ich bin wirklich über meine Grenzen gegangen und ich konnte nicht mehr. Und das ist nicht gelogen.